Hallo Leute und willkommen zurück zu Limbo. Wir sind hier wieder vor einem fiesen Würmchen stehen geblieben, was uns bestimmt gleich attackieren wird. Okay, hier ist auf jeden Fall Licht, aber ich komme von unten nicht nach oben. Naja, gucken wir mal. Vielleicht laufe ich sowieso nach rechts. Ich laufe nach links. Da bleibt jetzt eine Wand einfach stehen. Ach so, nee, da ist Wasser unten. Okay. Okay. Okay, vielleicht schaffe ich es da. Kiste. Mist. Kann ich die Kiste verschieben? Weil das Teil geht ja die ganze Zeit von rechts nach links. Vielleicht muss ich den richtigen Moment abpassen. Jetzt. Ah, okay. Und dann ins Wasser. Oder auch nicht. Hä? Ach so. Jetzt komme ich hier wieder zurück. Ah, okay, also Würmchen drauf. Springen. Springen. Und jetzt ändere ich die Richtung. Ja. Yeah. Es springt. Ah, nee, okay. Leitern kann ich ganz normal oben und nach unten gehen. Wahrscheinlich muss ich jetzt dieses Gerümpel noch abwarten. Doch nicht? Doch. Jetzt rüber. Nein, jetzt endlich. Ach, shit. Warte mal. Oh Mann, das Wasser wieder. Ey, ich krieg die Krise. Hä? Ich kann da jetzt nicht nach rechts springen. Mist. Ich muss wahrscheinlich wieder die Richtung wechseln. Also jetzt nochmal hier ganz zurück. Und dann nach oben hin zu dieser Kiste. Zumindest komme ich zurück. Das ist schon mal gut. Okay, jetzt hier wieder hin und auf die Leiter und dann darüber, da wo die Stacheln sind. Beziehungsweise nee, ich kann auch nicht rüberspringen. Ich kann. Oh, shit. Hey, aber da oben sind wieder diese Tierchen, die meinen Wurm aufessen würden. Ah nein! Ah verdammt! Na, ich habe vergessen, dass ich ja weiter nach rechts gehe. Ah, das heißt, ich muss abwarten, bis ich, bis dieses Rohr recht weit oben ist. Wahrscheinlich, ja, doch. Ich denke mal. Boah, das dauert aber ganz schön lang, bis das da ankommt, das Rohr. So, zack, nach oben, schnell. Wechseln. Nochmal rüber. Nochmal rüber. Und jetzt muss ich warten. Oder? Ja, klar. Ich warte jetzt einfach mal ab. Nicht zu voreilig, nicht zu voreilig. Jetzt
fahre ich trotzdem noch ab. Also bis es wirklich so weit oben ist, dass ich... Theoretisch müsste ich ja... Ah ne, springen kann ich ja. Also sobald ich das Rechte da erreichen würde. Ich glaube jetzt, oder? Springen? Ja, nochmal springen. Oh. Okay, das ist beruhigend, wenn man das... Oh nein, das Wasser steigt. Das Wasser steigt ja noch. Verdammt. Oh, das Wasser mal aufzusteigen. Bitte. Da ist nochmal eine Leiter. Achso, nee, das ist nur... Okay. Was? Ah. Ich musste gucken, ob da oben noch was ist. Tut mir leid. Wahrscheinlich bin ich nicht tot. Jo. Das war blöd. Weil es hier so aussieht, als würde ich den Sprung gar nicht schaffen. Naja. Ups. Hoppla. Nach rechts lenken müssen. Oder gehört das so? Nee. Nee, nee, ich bin schon gesprungen. Jetzt komme ich hier in irgendwie so ein Dorf oder so. Es ist wieder steigendes Wasser. Kann ich da hin? Ah, ja. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Mist. Ich hätte weiter nach oben klettern sollen, dann nach rechts springen. Ah, gemein. Und der arme Junge, der kann einem echt leid tun, ja. So, nach oben. Nach oben. Jetzt springen. Wieder zu freudig. Okay. Ah, tatsächlich. Das habe ich mir schon gedacht. Muss ich verdammt schnell sein. Hotel, oder? Vermutlich. Also. Kann ich verweilen oder doch nicht? Verarsch mich. Gott, das ist gemein. Geht das hier an? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Das E bleibt an? Nee. Muss ich mich da unten hangeln? Wahrscheinlich schon, oder? Also hier... Nein! Ah, ich hätte da rutschen können, wahrscheinlich. Boah, das ist gemein. Jetzt. Zack. 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 Langsam. Ja, das Seil ist natürlich jetzt noch nicht da beim Tee. Das könnte ich mir das sparen. So. Nein, das war wirklich, das war jetzt zu früh. Aber ich muss nochmal einmal abwarten, bis an und ausgeht, damit ich weiß, wie viel Abstand da dazwischen ist. Mega knapp gemessen. Okay, jetzt lasse ich mich einfach hier fallen. Okay, da rüber. Oh, dann kann ich den Sturm abschalten. Oh, endlich. Ah, okay, ich muss da wieder über das Seil. Okay, jetzt kann ich die Regenrinne hoch. Was hat der Junge eigentlich vor? Also was ist sein Ziel? Man weiß ja nicht wirklich nichts. Man weiß sein Ziel nicht. Man weiß nicht, was das für Leute sind. Was das mit diesen Würmern auf sich hat und den Spinnen und dem allen.
dem ganzen Zeug. Oh, Zelt gibt. Ja, ist klar. Okay. Nicht da hoch. Oh Mist. Tut mir leid, das soll ich nicht kaputt machen. Aber schön. Ist das kaputt? Nee. Das kann ich verschieben, so wie es aussieht. Schau mal erstmal, was hier oben ist. Nix. Ja. Ich hab dazu nichts gesehen, aber ich bin nicht hier. Gut. Was ist da? Okay, ich kann mir vorstellen, ich brauche den Schwung, um an dieses Teil da rechts zu kommen. Kann es sein? Also hier hin. Leiter hoch. Ah, aber das haut sie nicht hin. Also, natürlich so. So. Jetzt rüber. Ich runter darüber. Was? Ich wollte mal nach rechts. Da irgendwas? Scheitere ich echt an der Leiter. Ernsthaft, da ist doch nichts oben. Was soll ich denn mit dir? Da ist Endstation. Hier, wenn die schnell hier hochkommt, dann könnte ich da rüber springen. Aber die ist hier an der Stelle zu langsam. Ich habe halt nicht genug Schwung. Vielleicht dann wirklich von hier. Nee. Das kann so nicht funktionieren. Ich glaube, da fehlt mir wieder irgendwas. Ja, Moment mal. Das knarzt doch. Kann ich das echt nicht kaputt machen und da irgendwie rein? Wahrscheinlich nicht. Da habe ich irgendwas übersehen, wahrscheinlich. Hier ist nochmal so ein Dingens. Ja, da komme ich jetzt auch nicht hoch. Boah, das Spiel ist so mega schwer. Da ist zu langsam, was hier so bergauf geht. Was mache ich da jetzt? Ich verstehe das gerade überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Null. Die wird auch nicht schneller, die wird auch definitiv langsamer. Ob ich da irgendwas erreiche, nämlich rechts und links klick. Aber wahrscheinlich auch nicht. Schiebe ich es nochmal von hier oben runter. Spring dann drauf, geh ganz nach oben. Und schau mal, ob das irgendwas bringt. Als ob ich mich dann irgendwie
Na, jetzt komm ich hier nicht nach. Ja, durch mein Gewicht müsste das doch eigentlich ein bisschen Schwung kommen. Boah, ich versteh's nicht. Nee, ich versteh's einfach nicht. Ich gucke jetzt gerade noch, ob ich irgendwas anderes machen kann. Ob ich irgendwas verschieben kann oder irgendwas. Das. Warum knarzt das immer? Warum? Nee, das ist einfach nur, das geht nicht weiter kaputt. Oder? Bin ich sicher. Nee. Ich meine, das Teil ist ja nicht umsonst auch für die Gitarren. Das muss ja irgendeinen Sinn erfüllen. Kommt jetzt irgendein Schwung? Kommt ein Schwung langsam, oder? Oder würde ich mir das gerade mal ein? Jetzt müsste ich nach oben. Jetzt müsste ich nach unten. Weil, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ich hab's doch vorhin, also vorhin hat es doch irgendwie, es ist ein bisschen Schwung gekommen durch das Hin- und Hergehen. Ich mach das jetzt mal kurz einfach ein bisschen. Aber ich wüsste sonst wirklich nicht weiter. Das wird doch überhaupt nicht schneller oder so. Nee, echt nicht. Das macht doch ohne, dass ich draufstehe, genau das gleiche. Also wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich kann das Teil auch nicht irgendwie nach links schieben. Und hier irgendwas damit machen. Mir bringt es auch nichts, wenn ich von hier auf die Leiter drauf springe, oder? Abgesehen davon, dass die da oben sowieso nicht hält, weil die sofort wieder nach links rutscht. Also es geht sowieso nicht. Keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht 10 Minuten vor dem einen Rätsel stehen. Wir machen es so, ich beende die Folge und ich werde schauen, dass ich das irgendwie rauskriege. Und dann geht es entweder gleich weiter, je nachdem wie lang die Folge ist. Und wenn nicht, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Alles klar, dann bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, tschüss.